Hallo, meine Lieben. Willkommen in meiner kleinen Kneipe. Ich habe jetzt noch mal so einen Tag durchlaufen lassen, damit ich ein bisschen Geld habe. Und zwar habe ich jetzt mal hier über diese Ecke nachgedacht. Komm, wir lassen mal, wenn ich erzähle, können wir noch mal ruhig einen Tag durchlaufen lassen. Also ich habe den Tisch jetzt schon mal rübergestellt wieder, weil mich das genervt hat, dass die hier immer durch die Küche gelaufen sind. Und wenn Gäste durch die Küche laufen, das ist irgendwie nicht schön. So, also steht der Tisch jetzt wieder da. Oh, da kommt auch schon so erst so ein lila Magier. Oder was immer das sein mag. Jetzt habe ich mir überlegt, wir wollten ja die ganze Zeit schon, war ja auch euer Vorschlag, ein Kaminzimmer zu bauen. Jetzt habe ich mir überlegt, dass wir hier ein Kaminzimmer bauen. Wenn ich jetzt hier eine Wand reinziehe und hier eine Tür, dann müssen die ja eigentlich da hinten rumgehen. Da werden sie ja nicht da rumgehen und da jetzt wieder durch die Küche rausgehen. Weil von der Wegberechnung macht das Programm das ja ziemlich logisch. Und deswegen dachte ich mir, bauen wir uns hier ein schönes Kaminzimmerchen hin. Das, ich meine, das wird zwar ein bisschen klein, wahrscheinlich kriegen wir da nur einen Tisch hin. Oder wir müssen dem Jupiter hier noch so ein Viereck klauen. Das, bis dahin können wir nicht gehen, weil da kommt er ja selber nicht mehr aus der Küche raus. Den Tisch weiter vorstellen möchte ich eigentlich auch ungern. Aber wenn ich jetzt hier so eine Wand mache, dann kommt er hier nicht mehr durch. Dann müsste ich den vorne, muss er sich durchschlängeln. Das ist auch blöd. Das gefällt mir, glaube ich, optisch dann nicht. Wir könnten das Gewürzregal noch ein bisschen weiter reinstellen. Zumindest diese eine Ecke hier noch mitnehmen. Da haben wir so eine lauschige Ecke. Da können wir vielleicht irgendwie einen kleinen Tisch hinstellen mit einem Hocker oder irgendwie sowas. Schauen wir mal. Also, dann würde ich sagen, diesen Tag nochmal, lassen wir nochmal umgehen. Wie sieht das jetzt hier aus? Da hatte ich nochmal einmal nachgefüllt. Das sieht noch gut aus. Da können wir nochmal lassen. So, dann wollen wir mal gucken, ne? Wie hoch wir kommen mit unserem Prestige. Auf jeden Fall gehen wir aus diesem Tag mit einem schönen Plus raus. Wie ist jetzt die Auslastung eigentlich? 95%, naja. Aber so ein Kaminraum kommt bestimmt auch gut. Es ist so süß, wie die hier alle flitzen. Oh, ganze Tresen steht voll. Nun holt mal die Getränke ab da. Ja, geht doch. Man muss nur mal bisschen, ne, Bescheid sagen. Das ist so hübsch, ne? Auch hier mit dem Essen und so mit den Tellern. Das ist unterschiedliche Teller, das sind und so. Das ist so liebevoll gemacht, das Spiel. So, jetzt ist Feierabend. Tschüss, ihr Leute. 95%. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir die Mädels nochmal abräumen. Und dann fangen wir an zu bauen. Jetzt muss ich mal überlegen, ob dieser, ob ich den Grill vielleicht noch ein Stück rüberstelle. So, pass auf, jetzt machen wir mal Stopp. Und zwar war meine Idee, hier so eine Wand zu ziehen. Das soll hier natürlich auch eine Wand ziehen, ne? So, dass wir hier so einen Kaminraum. Oh, da geht's nicht. Ach, wegen dem Grill, ne? Ach nee, wegen dem Banner wahrscheinlich. Muss das weg irgendwie. Oder können wir das da noch? Nee, ich würde eigentlich gerne den Kaminraum in einer anderen Farbe machen. Pass auf, das werden wir jetzt mal verkaufen. Verlieren wir zwar Prestige, das kommt bestimmt nicht gut. Aber machen wir gleich was anderes für hin. So, dann machen wir hier mal. So. Und ich denke mal, dass ich diesen Kaminraum so in Stein halten werde. Das mache ich auch, glaube ich. Da machen wir hier sowas hier. Oder das. Das haben wir noch gar nicht, ne? So, einen schönen Kaminraum. Ich glaube, der ist ein bisschen sehr klein, ne? Die Blumen stehen wahrscheinlich auch im Weg, weil man jetzt müsste jetzt hier eine Tür rein. So, da geht's rein. Und da müssen nämlich hier außen um den Grill drum rumrennen. So, der ist ein bisschen sehr klein, ne? Jetzt überlege ich. Ich würde gerne so einen tollen Tisch. Momentan könnten wir uns ja sogar so einen tollen Tisch leisten, ne? Was kostet denn der nochmal, der hier? 1200. Oh. Oh, den möchte ich unbedingt haben. Den da so rein. Oder so. So vielleicht. Müssen die Blumen weg, ne? So ganz an der Wand sitzen sollen die ja auch nicht. Ich habe mir überlegt, dass man jetzt hier vielleicht an die Wand hier so einen Kamin dann hinmacht. Zwei kriege ich da nicht hin. Ich meine, ich könnte hier so eine Tafel machen, ne?
Also ich kann mir eh keinen zweiten Tisch leisten, aber irgendwann kann ich mir einen zweiten Tisch leisten. Und dann macht er so eine Tafel. So eine Rittertafel. Wenn ich es so mache, kommt man außen noch rum und kommt man da auch noch rum. Dann stellen wir mal die Blumen hier vielleicht mal so in die Ecke. Würde ich aber jede Ecke vielleicht eine Blume. So. Möchte ich da aber ein anderes Banner haben, weil das soll nicht das gleiche sein wie draußen. Was nehmen wir denn da mal? Rot oder wird das zu rot? Oder das hier finde ich auch schön, ne? Wenn wir das so machen. Kann ich es noch eins leisten? Nee. Ich glaube, die nehme ich dafür. Ich lasse es erstmal so. Mal gucken, ob die da überhaupt reingehen. In unseren kleinen Mini-Rittersaal. Da hat ja auch noch keinen Stuhl. Na gut, jetzt müssen wir erstmal nächsten Tag starten. Jetzt haben wir sowieso erstmal miese. Jetzt muss ich erstmal Geld ranholen für eine Bank. Schauen wir mal, ob die da... Ach nee, jetzt können sie ja noch gar nicht reingehen, weil da kein Stuhl ist. Wir können ja mal einen von hier hinten ausleihen, oder? Na, ich warte mal, bis ich mir... Ich würde gerne da dann auch gleich so einen hinstellen. 300 Taler brauchen wir, okay. Jetzt haben wir natürlich Prestige, glaube ich, verloren. Ach nee, ich habe die ja wieder aufgehängt. Nee, dann. Aber das sieht auch komisch aus mit dem Fenster da, ne? Ich glaube, das ändere ich nochmal. Ach nee, nicht in Betrieb. Hm. Ich habe das einmal gemacht im laufenden Betrieb, irgendwas, so eine Baumaßnahme gemacht. Und da haben die so ein böses Zeichen gehabt, so einen negativen Smiley, die Gäste, und sind wut in Brand rausgegangen. Und deswegen, seitdem mache ich das nicht mehr. Ich würde jetzt schon gerne mal testen, ob die da hinkommen. Also ob die dann hier rumgehen. Und ob da sich überhaupt einer reinsetzt, weil das so ein bisschen weit ab vom Schuss ist. Vielleicht nehme ich ja doch die Ecke noch mit zu. Mache da noch so ein kleines Tischchen hin. Also mal gucken. Auf jeden Fall möchte ich hier vorne einen Kamin hinmachen. Sobald ich mir das alles leiste. Oh, jetzt, boah, jetzt können wir einen Stuhl leisten. Machen wir mal kurz. Stopp. So, der kostet 300. Nee, ich hätte gern schon, wenn dann gleich den guten Stuhl. Komm, die paar Taler warten wir jetzt auch noch ab. So, oh, komm, noch zwei. Na komm. Ja. Den will ich da haben. Wenn, dann soll das ja auch gleich richtig schick sein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da einer reingeht. Ja. Oh, wie cool. Haha. Ah, wie schön. Hallo, Bedienung. Da hinten sitzt jemand. Oh, Mädels, hast du nicht mitgekriegt, dass da noch ein Raum ist? Ist schon, dass da ein Gast wartet, ne? Geht der da vielleicht mal rein, bitte? Da, tatsächlich. Das kann man so natürlich ein bisschen schlecht sehen, ne? Weil die da so in der Ecke sitzen. Also ganz edel sieht der Raum noch nicht aus, ne? Ein bisschen was muss ich da noch tun, ne? Haben die überhaupt genug Licht da? Fällt mir gerade ein. Ja, doch. Aber ich glaube, ich mache hier... Wenn man Fackeln, passt da eigentlich ganz gut, ne? In so einem Raum passt Fackeln irgendwie auch. Oder ich stelle euch mal so einen dahin. Hier in die Ecke vielleicht. Aber mitten rein? Ne, ist auch blöd. Aber die Fackeln belegen ja immer die Wände, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Dann kann man an der Wand nichts mehr ranmachen. Vielleicht hier. Ah. Ach, machen wir es dahin. Ah, das sieht auch komisch aus. Mit diesem Kronleuchter bin ich noch nicht so ganz im Reinen, ne? Weil der irgendwie... Warte, steht da ja in der Gardine drin. Ist auch blöd. Einfach mal hier nehmen wir die Blume weg. Machen wir die Blume mal dahin. Weil die Blume geht auch so ein bisschen in die Wand rein, ne? Pass auf, dann stellen wir die mal hier hin. Die in die Ecke. Da so. Und den Kerzenständer dahin. Dann haben sie ein bisschen mehr Licht. Das passt auch ganz gut da. So, jetzt brauchen wir 300 Taler für die nächste Bank. Aber, na gut, 1% weniger, obwohl wir einen Tisch mehr haben. Das geht aber eigentlich noch, ne?
Sag mal, hier müssen wir wieder darauf achten, wie das hier aussieht. Oh, so viel. Ah. Hm. Ich glaube, ich lasse jetzt noch mal ein paar Tage durchlaufen. Ohne euch. Oder bleiben wir dabei. Weil eigentlich ist es ja auch ganz spannend, ne? Wie man sich jetzt hier so langsam hocharbeitet. Wenn ich da jetzt noch erweitern will, falls ich die Ecke jetzt hier noch zunehme, ich überlege, ob ich echt diese Ecke noch zunehme. Weil eigentlich braucht der Jubilee den Platz nicht, ne? Ich meine, 50 Taler für die eine Wand kriege ich das Geld ja zurück und dann brauche ich ja nur 50 Taler für die zweite Wand, ne? Ah, das kriegen wir hin. Und hier, was kostet so ein Kamin eigentlich? Oder hier? Nee, da. Da. 1000 Taler. Und hier möchte ich gerne einen Kamin. So schräg wäre schön, ne? Aber irgendwie hier oder da möchte ich gerne einen Kamin hinstellen. Oder ich mache hier wirklich so eine Doppelbank, dass das wie so eine Rittertafel ist. Könnte ich auch machen. Auf jeden Fall sollten wir gleich nochmal sehen, dass wir hier nochmal einen zweiten... Komm, das machen wir als erstes. Je mehr Plätze wir haben, umso mehr nehmen wir ein. Komm, ich komme noch so eine Deluxe-Bank hier hin. So. Ja, siehst du? Und schon setzt sich da jemand hin. Ich weiß nicht, ob das zu eng wird, wenn wir da jetzt noch so ein Ding nebenstellen. Ich mag meinen kleinen Kaminraum. Da stellen wir da auch in jede Ecke so einen Kerzenleuchter. Egal, ob das jetzt so ein bisschen in die Wand reinbackt hier. Ist ja eigentlich wurscht, ne? Darf man den vielleicht eigentlich nicht so eng sehen. Ich glaube, das mache ich auch. Warte mal, das mache ich auch. Warte mal, wir nehmen mal diese hier weg. Und machen da auch noch so ein Ding rein. Und da ändert sich nur oben das Ding, ne? Da tut sich nicht viel, wenn man das dreht. So. Ja, das gibt auch ein schönes Licht, ne? Ich glaube, das möchte ich in jeder Ecke haben. Läuft aber gut. Und keiner geht mehr durch die Küche durch. Das ist doch schön. Dann kann ich auch vielleicht die Fackel hier wegnehmen und da noch so ein Ding ranhängen. Was kostet dir das nochmal? Ein 100er oder so? Machen wir hier noch Fenster rein? So ohne Fenster ist ja auch blöd, ne? Ich glaube, ich mache hier nochmal Fenster rein. Warten wir jetzt aber mal ab, bis Feierabend ist. So. Oh, 100%. Oh, wir brauchen mehr Tische. Ah, Moment. So, jetzt machen wir hier mal Fenster rein. Da eins rein, da eins rein, da eins rein, da eins rein. So. Und dann gucken wir mal, wie viele Vorhänge wir uns leisten können. Was machen wir denn da mal für Farben rein? Rot oder lila vielleicht sogar richtig so. Mein Rot würde zum Tisch passen, ne? Ich glaube, mit dem Rot ist ganz klassisch. So. So, jetzt habe ich kein Geld mehr. Und dann würde ich da jetzt noch hier dieses Ding ranhängen. Ach, so sieht das doch echt cool aus. Genau, und da noch so eins ran. Und hier am besten auch. Jetzt weiß ich immer noch nicht, ob ich das Fenster da lasse oder nicht. So, schauen wir mal. Auf jeden Fall sind wir schon bei 4400 Prestige jetzt. Ha, da reden wir noch mit mir, ob ich hier diese Ecke ransetze oder ob ich das so lasse und hier noch so einen nehmen mache. Weil eigentlich möchte ich dem Jubilee nicht mehr von der Küche klauen, aber diese Ecke ist natürlich so ungenutzt, ne? Ist auch ein bisschen Verschwendung. Was macht unser Biervorrat? Ah, da müssen wir auch mal langsam wieder sehen, dass wir ein bisschen was... Ah, komm, einen Tag müssen wir jetzt mal investieren für Getränke. Ah, ich finde den Raum schön. Ich würde mich da auch gerne reinsetzen. Wäre auch schön, wenn jetzt so die besseren Gäste da hinten reingehen würden, ne? Da, wo es schöner ist. Schade, dass es den Tisch nur mit der roten Decke gibt. Es wäre toll, wenn man da auch verschiedenfarbige Decken hätte. Ich müsste jetzt, ich glaube, was war der? 1000? Was kostet dieser Tisch?
1200 plus 600, 1800 Taler brauchen wir, wenn wir da noch so ein Set hinmachen wollen. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon wieder eine gute Auslastung von fast 100%. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel Neli und Susa noch schaffen da an Bedienung. Und unser Gott, der nicht bald irgendwann mal umfällt vor lauter Rennerei. Aber, ach, das ist schön, der kleine Raum, ne? Ach, den will ich richtig bunt machen. Genau, ich glaube, wir stellen in jede Ecke stellen wir so einen Kronleuchter da. Und das macht das so, dass da an der Seite auch noch so ein Ding. Könnte ich jetzt eigentlich auch, oder mache ich lieber erst einen Tisch? Erst schön oder erst Platz? Ha. Dann lassen wir das Fenster vielleicht doch schon da, allein wegen der Optik, ne? Da würde ich, glaube ich, gerne einen Kamin hinstellen. Ich weiß nicht, vielleicht möchte ich aber, ich will endlich einen Kamin haben. Was war der 1,5, glaube ich, ne? Da müssen wir noch ganz schön, naja gut, erstmal müssen wir unser Bier nachfüllen, das ist am wichtigsten. Können wir uns gerade nicht leisten, na, vielleicht machen wir das mal so. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Den noch. 1, oh, der kostet 40, Met kostet mehr. Milch kostet 10. Wasser gibt es ja kostenlos. Nein, warte mal kurz. Ach komm, können wir auch alles nachfüllen. Zack, kann man nicht. So, vielleicht. Limonade noch. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass es leer wird. Weil Wein kostet 20. Met kostet mehr als Wein. Das ist auch interessant, ne? Apfelwein kostet auch 20. Ale ist Bier irgendwie, ne? Was ist denn Ale eigentlich? Met ist am teuersten. So, und dann haben wir es. Okay. Na gut, dann müssen wir jetzt noch einen Tag durchlaufen lassen. Sonst wird das nichts hier mit unserem Thronsaal. Also jetzt habe ich wieder nicht geguckt, wie die Auslastung war. Habe ich jetzt schon wieder nicht gesehen. Ha! So, ihr Lieben, ich lasse jetzt mal ohne euch so 2 Tage durchlaufen, damit wir ein bisschen Geld haben. Das sieht so schön aus. Und damit wir uns den Tisch auf jeden Fall noch leisten können. Das würde ich gerne mit euch zusammen noch machen. Vielleicht schaffen wir das auch noch, dass wir auf ein Prestige von 5000 kommen. Mal sehen, was dann passiert. Okay, ich lasse mal kurz den Tag durchlaufen, ne? Hallo, meine Lieben. Jetzt ist irgendwie der dritte Tag, den ich durchlaufen lasse. So langsam kommt ein bisschen Geld rein, aber Gehalt frisst mir natürlich auch irgendwie das Geld wieder weg. Ich habe jetzt schon 2 Magier hier drin. Und eine Auslastung jetzt hier von 100%. Das heißt, wir brauchen mehr Tische. Und jetzt überlege ich, jetzt hadere ich mit mir, ob ich mir erst einen billigen Tisch kaufe, damit ich überhaupt einen habe, oder warte, bis ich mir einen guten Tisch leisten kann. Ich meine, man kann ja die billigen Tische auch wieder verkaufen, ne? Ich muss es auf jeden Fall mal sehen, dass ich mir ein Polster zulege, weil diese Tische sind so furchtbar teuer. Oder ob ich jetzt, damit ich jetzt mehr Gäste bedienen kann, weil wenn ich bei 100% bin, kann ich natürlich nicht mehr verdienen, als ich jetzt verdiene. Weil ja keine nicht mehr Gäste reinkommen können, wenn alle Tische immer besetzt sind. 500 Taler haben wir plus gemacht. Jetzt ist die Frage, stelle ich hier jetzt erstmal einen normalen Tisch hin, bevor ich mir den guten hole? Warte mal, ich muss mal kurz erstmal Stopp machen hier. Mittels abgeräumt, ja. Oder, naja gut, mehr Prestige brauche ich erstmal nicht, da kriege ich ja mehr Gäste und mehr Gäste kann ich momentan nicht unterbringen. Jetzt ist die Frage, warte mal, jetzt machen wir mal Stopp. So ein guter Tisch, was kostet der nochmal? 1200 kann ich mir nicht leisten. Ich könnte den mittelguten Tisch nehmen, ohne Tischdecke. 700. Ich den noch daneben stelle. Na, eigentlich, theoretisch ginge das sogar, dass man hier so eine Tafel macht. Aber ganz aneinander geht er ja auch nicht. Diese lange Tabelle, das ist irgendwie blöd. Da kriegt man nicht vernünftig Gäste ran, weil man das mit den Bänken nicht 2 Bänke nebeneinander ran machen kann. Glaube ich. Ich hätte gern schon lieber so einen noch. Ich könnte natürlich erstmal den hinstellen. Und wenn ich ein bisschen Geld habe, der macht 700, ne? Und der kostet also 500 Taler, muss ich überhaben. Dann könnte ich, wenn ich den verkaufe, mir den anderen Tischdecke kaufen. Also ich glaube, das mache ich auch erstmal.
So, und jetzt gucken wir mal Sitzplätze. 305, 300 kostet der. Pass auf, den nehmen wir jetzt erstmal. Das ist aber echt ein Unterschied zwischen 50 und 300, ne? Oder ich nehme so Hocker. Das kostet so eine. Die ist natürlich auch edel, ne? Das machen wir erstmal normal, dass wir erstmal ein bisschen mehr Geld verdienen, weil wir haben eine Auslastung von 100% und müssen jetzt erstmal sehen, dass wir ein paar Taler machen. Und dann tausche ich das später aus. Und ich würde hier auch unbedingt gerne, hier würde ich noch gerne bei zwei Ritter neben der Tür wieder. Und ich hätte gerne einen Kamin hier und das kostet alles zusammen irgendwie über 2000 Taler und die müssen jetzt erstmal verdient werden. Aber, wie man sieht, füllt sich alles, ne? Die kommen da auch irgendwie durch. Aber jetzt hier zwei rote Tische hätten wir natürlich schöner, ne? Und notfalls, wie gesagt, können wir immer noch die Ecke anbauen. Hier kriege ich sowieso kein Tisch hin. Also da will ich da oder da will ich einen Kamin haben. Aber wahrscheinlich da an die Wand, sobald ich mir das leisten kann. Jetzt gucken wir doch erstmal, was uns das hier an Geld bringt. Wie ist die Auslastung? 97,9. Eigentlich könnten wir natürlich die Lampe da verkaufen und dann da noch einen Vorhang stattdessen hinhängen. Damit das hier optisch ein bisschen gleich aussieht. Oder ich mache da doch ein Fenster hin. Es ist zwar für Küche irgendwie so ein bisschen bekloppt, wenn da ein Fenster ist. Aber hier habe ich schon die roten Vorhänge. Ne? Da kann ich nochmal... Komm, das Geld haben wir ja noch. Da hängen wir jetzt nochmal so ein Dingens hin. Wo ist er? Den da. Da will ich den hin haben. Da hängen wir noch einen hin. Dann eigentlich müssten wir die Lampe wegnehmen. Die Kerzenleuchter müssten ja eigentlich reichen. Das mache ich auch. Warte mal. Den da verkaufen wir mal. Vom Licht. Nö, den meckert keiner. Und dann hängen wir da auch noch einen hin. Und... haben wir noch das Geld? Wo ist der Vorhang? Der rote? Hä? Mein Vorhang ist weg. Da. Da auch noch einen hin. Und da hätte ich jetzt gerne auch noch einen. Wir könnten da natürlich diesen Trick machen. Weil ich probiere mal diesen Trick aus, den ich ja gesehen habe. Wenn ich jetzt hier... mal gucken, ob die jetzt meckern oder nicht, wenn ich da... so. Und dann machen wir da den hin. Und dann überlege ich gerade, ob man, wenn der Vorhang da hängen bleibt, ob man dann mit dem Trick da noch ein Schild hinhängen kann, ob das geht. Warte mal, jetzt mache ich den mal wieder weg. So. Jetzt würde ich mich interessieren, ob man jetzt hier so ein Schild, hier so eins hier vielleicht. Nicht genug Geld, okay. Na gut, müssen wir erstmal ein bisschen Geld haben. Aber warte mal, da könnte ich da zur Küche das auch wegmachen, ne? Das Fenster. Ja, das gefällt mir nämlich nicht, dass der in der Küche ein Fenster hat da. So, das machen wir so. Das ist einfach nur so ein Deko-Vorhang. Macht ja auch nichts, ne? Mich würde mal interessieren, ob man da jetzt so ein Schild... warte mal, ich kann ja mal das mit dem Schild probieren hier. Wenn ich das nehme. Wenn ich das nehme, kann ich das da hinhängen? Ach, das hängt so weit oben. Das ist natürlich doof. Ne, überlappt sich mit Mannern. Okay, geht nicht. Schade, ich hätte gedacht, ich könnte da vielleicht noch so ein Schild hinmachen. Nee, das geht nicht. Aber ich könnte hier auch hinter dem Kamin dann auch so einen Fake-Vorhang machen, ne? Einfach damit es optisch passt. Das mache ich auch. Warte mal. Aber dann kann ich den Kamin wahrscheinlich nicht mehr hinstellen, ne? Obwohl, den Kamin kann man doch bestimmt vor ein Fenster stellen. Und das zählt ja als Fenster. Muss man mal gucken. Aber so finde ich, sieht das schon edel aus, weil wenn hier irgendwie ein Fenster macht, in der Küche auch keinen Sinn. Andererseits könnte man dann hier natürlich auch so einen Vorhang vorstellen. Könnte dann von der Küche da reingucken. Andererseits ist es auch Blödsinn, ne? Wenn die von hier aus in die Küche gucken können. Aber es ist doch schon mal schön, dass das so geht, ohne dass da ein Fenster ist, ne? War wahrscheinlich nicht so geplant, aber es funktioniert. So, jetzt haben wir 5-Sterne-Brot. Das erste, was 5 Sterne hat, ist das Brot. Ach, schön. So, wie sieht das jetzt hier aus mit Bier und Dings, Getränke? Da geht's hin, das Geld.
Okay, nächster Tag. Warte mal, der war 700 und der war 1500. Das heißt, 800 Taler brauche ich, damit ich den Tisch austauschen kann. Und dann brauche ich noch Geld, damit ich die Bänke austauschen kann. Ich hätte das schon gerne komplett da, den Kaminraum in so rot. Aber kann ich mir den blöden Kamin wahrscheinlich nie leisten. Das dauert alles ganz schön. Aber sind wir auch schon bald am Ende unserer Möglichkeiten, ne? Dann können wir die Wände noch alle mit Schilde da voll knallen oder so. Und dann war es das auch schon bald. Dann war alles voll haben mit Bildern und Dings. Für die Küche würde ich hier gerne auch noch Fenster reinbauen und Vorhang vorhängen. Ich weiß gar nicht, wie sieht jetzt unsere Auslastung aus? Oh, wir sind schon wieder bei 100%. Ha, hier könnten wir noch einen Tisch hinstellen. Ich könnte natürlich auch den Tisch dann darüber stellen, die Bänke. Alles ist so einfach. Sieht gar nicht aus wie 100%, ne? Durchschnittliche Belegung 100%, doch. 47 Sitze? Wieso 47? Das ist so eine gerade Zahl. Es fehlt irgendwo Licht. Wieso 47? Geht irgendein Sitz nicht zu belegen? Hat irgendjemand was Problem mit Licht? 47 verstehe ich jetzt nicht. Wenn wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal 4 sind 40. 42, 44. Was sind denn die anderen drei Plätze? Bin ich jetzt doof? Hä? Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Genau, 11 sind es. 11 mal sind 44. 45, 46, 47, 48 müssen es sein. Irgendeiner hat kein Licht. Weil 47 sagt, da geht nur. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwo ist, wo fehlt hier? Wo ist hier eine rote Zahl irgendwo? Da. Oh. Warum ist die rot? 4 von 4? Nee. 4, 4, 4. Dann halte ich das irgendwie für einen Bug. Ich bin ja eigentlich nicht so jemand, der so vorschnell irgendwas für einen Bug hält, aber er sagt, 47 habe ich, aber es sind aber 48 Plätze. Nee, da. Ha, da fehlt Licht. Okay. Okay, ich bin schon still. Wieso ist denn da eigentlich die Fackel weg? Hatte ich da nicht eine Fackel hingestellt? Hängt? So. Hä? Ich dachte, da hätte ich schon eine Fackel gemacht und habe ich die weggenommen. Und wieso ist hier kein Holz mehr? Entweder habe ich das gemacht oder es kommt vom Laden. Aber wahrscheinlich war das mein Fehler. So. Dann müssten wir jetzt... 48, ja, jetzt stimmt's. Habe ich wohl Blödsinn gemacht. Muss wohl. 100%, ja. Ich muss jetzt sehen, dass ich irgendwie noch... Stell ich da hinten noch? Nee, weiß ich auch nicht. Ach, mir fehlt das Geld für noch weitere Tische. Es ist ja so ein Endlaus-Ding, ne? Dass sie das auch mal noch schafft, meine Mädels hier. Und hier, unser Wirt, der ist ja ganz alleine, ne? Wie viele Getränke macht der eigentlich am Tag? Und Scotty. Ich hoffe, die rennt hier wie so ein Weltmeister. Und die Suppen bleiben jetzt momentan auch irgendwie nicht mehr stehen. Ich hätte schon gern noch so einen Kamin. Ich meine, wenn wir eine 100% Auslastung haben, ist ja super, ne? Also hier könnte ich noch einen Tisch hinmachen, einen einfachen. Mache ich vielleicht auch, damit ich ein bisschen Geld rankriege, da, um den Kamin leisten zu können. Komm, dann stellen wir da nochmal einen Tisch hin. Da stellen wir nochmal den normalen hin. Den einfachen. Da passt ja noch super einer hin. Und dann schauen wir mal. Licht ist genug da. Wundert mich, dass ich das rechts schon wieder übersehen habe mit dem Licht. Zack und Licht. auf den haben sie gewartet. Wahrscheinlich standen die draußen und gesagt, oh, kein Platz mehr frei. Ach, sieht das hübsch aus. Jetzt hätte ich gerne den Raum auch noch ein bisschen schöner gemacht. Am liebsten hätte ich überall diese roten Tische, aber es wird wahrscheinlich ewig dauern, bis man das hinkriegt. Und hier sind wir jetzt auch bald auf Maximum. Wenn Koch das immer noch so schafft, aber der ist echt, naja gut, macht halt zwei Suppen auf einmal, ne? Der hält.
Ich überlege gerade, wenn ich jetzt hier noch einen Raum ransetze, können die da noch durchgehen? Eigentlich ja, ne? Da könnten wir nochmal so einen Sitzplatz wie hier hin machen, so einen kleinen. Vielleicht mit den schönen, edlen Hockern oder so. Obwohl jetzt hier dieser Kaminraum sieht so schon ganz schön aus. Dann könnte hier auch die noch, wahrscheinlich könnte man die sogar noch einen zusammenrücken und da noch einen Tisch hinstellen. Das müsste eigentlich auch gehen. Das mache ich mal heute Nacht, wenn die jetzt gleich weg sind. Weil die brauchen ja irgendwie nur einen dazwischen, ein Feld. Und hier sind immer zwei Felder dazwischen. Das müsste eigentlich noch reichen für noch einen Tisch. Probieren wir gleich mal aus. Wahrscheinlich kann man den auch an eine Wand stellen, aber das möchte ich eigentlich nicht so ganz eng bauen. Warte mal, ich brauchte 800 Taler, um den Tisch zu tauschen. Ne? Vielleicht kriegen wir das sogar noch hin, dass wir heute den Tisch tauschen. Na, was ist da schon wieder? Da. Der Apfelkuchen ist auch 97,9. Nee, eigentlich brauchen wir noch nicht. Ach komm, eigentlich reicht das auch für heute. Ich werde jetzt noch ein paar Tage alleine durchlaufen lassen, mir ein bisschen Geld ranholen und dann können wir morgen vielleicht unseren Kamin bauen und muss ich mal gucken, ob dann das Kaminzimmer noch erweitert wird oder wie wir das machen oder ob wir ein paar Tische tauschen können. Auf jeden Fall lasse ich jetzt einfach mal ein paar Tage durchlaufen und hole euch dann wieder dazu. Bis dahin. Ich freue mich total, wenn ihr mich weiter begleitet. Okay, tschüss.